Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Project Highwise. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, die Leute zufriedenzustellen. Und da ziehen sie aus. Ist nämlich nicht genau so gelaufen, wie ich es gerne hätte. Da unten kommt man in ein Restaurant rein. Ich habe nämlich ein kleines Problem, dass nämlich die Loftbewohner irgendwie nicht so ganz zufrieden sind mit dem, was ich mache. Die wollen nicht einziehen. Das heißt, ich müsste eigentlich die hier alle ausziehen lassen. Die paar Leute hier. Die oben hinziehen könnten, theoretisch. Aber, tja, das wird da ein bisschen komisch. Okay, dann mache ich mal, auch wenn sie jetzt hier gerade nicht gerade zufrieden sind, klingelt jetzt jedes einzelne Häuschen. Ihr müsst da jetzt mehr Miete zahlen. Jetzt kommt, jetzt wollen sie sogar diese Miete zahlen. Dann wäre. Aber ich will kein extra Geld für euch zahlen. Dann zieht ihr lieber. Okay, das Problem ist, wenn die ausziehen, kriege ich weniger Plus. Und ich kann jetzt wieso keine Loft zur Zeit bauen. Das war ja sehr schön. Weil durch Auszüge. Pause. Dann gebe ich jedem von denen mal Geld. Da kann ich auch so abreißen. Okay, so ist auch gut. Das Problem ist, ich bräuchte jetzt, müsste irgendwie wieder versuchen, auf 15 Sterne zu kommen. Und durch die dummen Auszüge, die ganzen Leute hier haben. Oh, jetzt kann ich die Leute nicht mehr ausziehen lassen. Ja, ihr zahlt wieder bitte normal dann. Weil wenn ich jetzt den Leuten da sage, hier, ihr müsst ausziehen, weil ich keinen Bock mehr auf euch habe. Wie viel willst du? Also Restaurants ganz unten hinzubauen ist Kacke. Ich müsste das eigentlich auch direkt abreißen. 3000. Oh Gott. Also die Läden hier unten, die gehen sogar noch. Okay, dann zahlt ihr so viel. Also. Okay, damit habe ich noch ein paar Sterne verloren. Wie lange brauchen die, bis ich diese Sterne wieder zurückbekomme? Weil das jetzt doch schon. Na, das wird nicht. Ich sag mal direkt hier, ihr bezahlt nur noch 660. Oh Mann. So ein Outdoor-Springbrunnen, die kosten 7500. Kommst du mal weg und da kommt hier mal ein Springbrunnen rein. Damit habe ich einen Stern bekommen. Okay. Ein kleiner Stuhl. Und das passt nicht. So. Vielleicht haben wir jetzt noch ein Doppel. Ja, Outdoor bringt, glaube ich, gar nicht so viel, habe ich gerade gemerkt. Oder zumindest Blaser. Das ist natürlich doof. Ja, ich muss jetzt erstmal warten, bis ich springt und denke mal, da darf kein. Oh, toll, ich habe schon einen. Da habe ich hier was. Benötigt Beraterbüro, öffentliche Kunst. Also ein ganz großes Beraterbüro. All das hier. Kunsthändler benötigt mindestens einen. Was? Ich habe doch alles schon. Nee, ich habe nur den kleinen. Ja, ich balle die einfach nach unten. Okay, die gehen auch da unten hin. Also kann ich euch sogar die Miete erhöhen. Ja, wenn ich schon mehr von denen hier reinballer. Dann könnte das sogar passen, aber ich. Na, ich darf sie sogar noch bauen. Hehe. So. Ein Fischrestaurant mache ich nicht, mache aber ein Thai-Restaurant. Und ein japanisches Restaurant. Ich brauche mindestens 14. 13, 14. Kommt. Der Thailänder will. Kostet mich zu viel. Na, ah, Mann.
Ich fahre mich gerade ein bisschen an die Wand. Weil die Reparaturen werden auch nicht mehr günstiger. Und die sollen auch noch ausziehen eigentlich. Und da oben bin ich auch noch dran. Oh Gott. Von das ganze Geld, was ich hier verprasselt habe. Die Kredite laufen noch sehr, sehr lange. 26 Tage. Ah, ich brauche für dieses hier richtig Ewigkeiten. So, Moment. Ausziehen. Ausziehen. Ich hoffe natürlich, dass ich hier die Lofts hinbauen kann. Ich brauche 10 Lofts, glaube ich, waren das, ne? Aber ich baue erstmal hier Kunst. Wieso kann ich nicht bauen? Was? Muss höher als Erdgeschoss. Okay, dann baue ich dich. Du brauchst nichts Besonderes, ne? Baue ich dich dahin und du kommst dahin. Da oben habe ich schon Strom verlegt, ne? Strom, Telefon, alles verlegt, ne? Dann könnte ich theoretisch, um mir ein bisschen Geld zu kriegen, die hier einziehen lassen. Immerhin besser als gar keine Leute einziehen zu lassen. Okay, mehr kann ich mir nicht leisten. Lofts heißt, die sind so groß kriege ich 3 Lofts, 6 Lofts hin. Ne, 4, ne, 2. Ja, immer Lofts sind doppelt hoch, ne? Ja. Und die sind sehr groß, das heißt, passen gerade mal 2 Stück hier rein. Puh, sind gerade mal 4. Was haben die Leute erstmal was zu arbeiten? Hoi, 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 hoi. Hier macht auf jeden Fall. Ah, ich habe gar keinen Müll, den ihr rausbringen könnt. Das ist natürlich jetzt schlecht, ich weiß. Es passt aber genau hier Müll und da Recycling. Das passt perfekt in diese Etage. Ah, die Läden, die scheinen wohl zufrieden zu sein, damit was zu machen. Ja, das läuft zumindest. Genügend Läden. Vor allem, wenn die hier unten sind, dann sind sie auch näher an den Läden. Und das wäre positiv. Oder ich mache nochmal einen komplett Großumbau vom Keller. Das glaube ich, wird sogar so darauf hinauslaufen. Ich kann sogar jetzt Lofts bauen. Danke sehr. Die wollen eine größere Auswahl an großen Restaurants. Größere Auswahl von. Größere Auswahl Luxus. Na, Luxus. Ich muss Luxuslauf sogar haben. Die haben eine U-Bahn. Die haben eine große Auswahl an großen Restaurants. Das habe ich nicht. Eine große Auswahl an Gourmet. Ja, unten kommt die Gourmet-Küche rein. Von daher. Oder ich müsste hier unten auch mal ein bisschen ausbauen, dass hier rechts die ganze Gourmet-Küche reinkommt. Dass hier unten wirklich keine Essenssachen sind. Und die Großen kommen hier in diese Etage. Oder die Etage hier. Na. Was ist groß bei denen? Das ist groß. Das heißt, die Kleinen hier fliegen raus und dann gibt es nur große Restaurants. Fertig aus. Es bahnt sich eine große Umbauaktion wieder an. So, ich wollte den Thai-Länder. Ihr wolltet Müll haben. Kriegt ihr sofort. Krieg ich nicht. Da, tak, tak. Müsst ihr auch Müll abnehmen? Wir konnten keinen Gewinn machen. Okay, da sind die nächsten, die ausziehen, weil ich jetzt schon. Wir haben, boah, 90 Leute fast. Fast 100 Leute. Okay, ich bräuchte an sich sogar noch einen Aufzug. Oh, das wird immer problematischer. Die U-Bahn muss ich auch gucken. Also erstmal warten und erstmal Geld verdienen. Bevor ich hier irgendwelche Leute einziehen lasse. Obwohl, Leute einziehen lasse. Die kann ich ja hier einziehen lassen.
Und auf jeden Fall kommen hier dann die. Ein Großrestaurant habe ich ja hier. Kann sogar schön bleiben. Aufzüge. Ja, ich. Bevor ich was mache, warten, bis ich Geld habe. Und dann kann ich aber schon mal. Hey, wir haben Geld. Ich will mindestens mal 100.000 haben jetzt. Also es wird auf jeden Fall was dauern. Kunst brauche ich eigentlich auch. Ich brauche schon wieder 30 Sterne. Das heißt, ich muss wieder hier Kunst ohne Ende hinballern. Und ich muss aufpassen. Aufpassen, vor allem mittlerweile. Was ich hier mache. Wenn ich 100 hätte, ich weiß, kriege ich ja viel Geld, wenn ich hier sowas mache. Weil die kleinen Geschäfte, die bringen mittlerweile gar nichts mehr. Sobald man groß ist, kriegt man gute, große Angebote. Da kommt hier unten ein Lagerraum hin. Da ein Lager. Oh, könnte ich sogar jetzt schon bauen. Immer so peu à peu ausbauen. Lager passt hier nicht hin, aber hier passt das Lager hin. So. Könnte ich zwei Lager nämlich schon mal abreißen. Von den oberen hätte ich da wieder Platz. Da kommen nämlich hier diese Kitas und so. Weil die müssen ja oben hin. Aber die kommen gar nicht hinterher mit dem Bauen. Die tun mir total leid, die Leute. Jetzt könnt ihr es mal bauen, genau. Baut erstmal, wenn ihr alles fertig renoviert habt und gebaut habt, dann reden wir mal weiter. Bis dahin habe ich auch genügend Geld wieder. Weil bis ich die Leute hier alle ausgezogen oder rausgeschmissen habe, eher gesagt. Also ich muss die hier rausschmeißen. Das war schon mal, mache es auf jeden Fall erstmal. Den Aufzug hier weg. So. Jetzt habe ich meine Blase ein bisschen vergrößert. Und dann kann hier auch noch Springbrunnen, nein, Outdoor. Was? Üppiger Geysir. So, ich habe üppigen Geysir gebaut. Ein Stuhl habe ich auch. Dann kommt hier noch das daneben. Hey, ich habe irgendwas gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dafür Geld gekriegt. Wir haben jetzt 18 Sterne. Aber trotzdem muss ich jetzt warten. Reparieren. Puh. Das heißt, die nächsten Folgen wird nicht gerade viel passieren. Weil da ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Umbau am Start. Zum Beispiel Lager kommt ganz nach unten. Ich müsste eigentlich eine Skizze mal machen. Zumindest für mich persönlich, um zu gucken, wie ich das ja gestalten will. Weil wäre jetzt Quatsch, hier noch einen hinzuballern jetzt. Aber die sind wohl sehr zufrieden, was sie hier haben. Wir hatten gestern 4 Kunden. Wir hatten gestern 40 Kunden. Vor allem, die kommen sehr gut an. Da hier immer so ein kleiner Puffer. Wie groß sind die nochmal? Ich guck mal kurz. Läden. Die Läden. Ja, die Läden kommen nach unten. Die kommen dahin. Dass so ein bisschen in die untere Etage kommen. Gourmets. Die Gourmets passen hier perfekt rein. Die großen Restaurants nicht. Das heißt, ich muss die auch noch umlegen hier. Naja. Mal schauen wir mal weiter erstmal. 11.000. Daher sollen die erstmal fertig bauen. Wenn sie das haben, dann bin ich zufrieden. Dann ist mir auch erstmal. Haben sie auch erstmal ihr bisschen Ruhe? Okay, Ruhe haben sie keine verdient. Vor allem luxuriöse Geschäfte. Was bitte ein luxuriöses Geschäft? Das ist ein luxuriöses Geschäft. Ja, die luxuriösen Geschäfte kommen direkt unter die U-Bahn. Die kommt auch woanders hin. Strom haben wir genug. Wasser haben wir genug. Das wird auch umgebaut werden. Also, ich brauche mindestens immer für den großen Umbau, den ich jetzt vorhab. 100.000. Und dann ist noch die Frage, ob das funktioniert. Weil wenn ich Schlauch habe, kriege ich mehr Leute rein, habe ich gemerkt. Aber die wollen natürlich dann auch ein bisschen mehr was haben.
Schwierige Entscheidung. Hier unten, die sind eigentlich sogar zufrieden, ne? Wir hatten wenig Kunden. Okay, wenn ihr große Gegner habt, dann ist es ein bisschen klar, dass es ein bisschen schwerer wird. Aber wir machen gut mit 12.000 richtig gut Geld. Also das dauert ein paar Tage, bis wir auf den 100.000 sind. Von daher, ich glaube, bin ich bei 100.000, bevor die überhaupt fertig gebaut haben. Naja, wie gesagt, weiter geht's in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Aber bis zum nächsten Mal. Ciao.